Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zum Gast im Studio sind Gerald Gross, muss ich nicht weiter vorstellen, und Carsten Stahl, in Deutschland bekannt, in Österreich seit gestern auch, seit seinem fulminanten Auftritt hier auf OE24TV. Nicht nur Kinderschützer, sondern auch Gewaltpräventionsexperte und in Deutschland auch immer wieder in politischen Talkshows zu Gast. Ich würde gern mit dem Thema Corona starten. Wir haben gerade gestern in Österreich, in Wien jetzt das Ende der Corona-Maßnahmen offiziell auch verkündet bekommen. Die enden mit dem 1. März und wie wir ja wissen, in ganz Österreich laufen sie dann auch mit April und spätestens Juni aus. In Deutschland ist es ja ähnlich, da gibt es auch keine Corona-Maßnahmen mehr. Jetzt im Nachhinein betrachtet, Sie waren ja, glaube ich, jemand, der diese Maßnahmen auch immer sehr kritisch gesehen hat. Wie soll oder wie muss diese Zeit aufgearbeitet werden? Ja, also wenn man da mal zurückblendet, natürlich musste irgendetwas passieren, als dieser Virus aufkam und darüber gesprochen wurde. Also ich habe dann mir das Ganze auch ein Dreivierteljahr angesehen und dann weiß ich noch wie heute, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, eins, zwei, drei, vier, wie viel denn noch? Soll das hier ein Impfabo werden? Und wie dann immer mehr Fragen aufgekommen sind und man hat ja auch gleich gemerkt, und ich mache ja Kinderschutz schon ein paar Jahre, immer derjenige, der fragt oder mich dann anspricht, wird immer gleich kritisch auch angegriffen. Ja? Ist ja anscheinend normal, dass man immer gleich mit der Nazi-Keule kommt. Das ist der einzige Vorteil, die hat sich bei Corona jetzt so abgenutzt, dass sie keiner mehr ernst nimmt. Ja? Aber irgendwann muss man das ganze Jahr mal auch beenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kinderschutz in die Corona-Zeit reinziehe, wir haben ja in Spahn und Herrn Lauterbach gesagt, dass diese Schließung der Schulen eine Riesengefahr für die Kinder sind. Die Kinder werden mehr Opfer von Missbrauch, mehr Opfer von Gewalt, die Suizidrate wird steigen, das hat die alle nicht interessiert. Jetzt kommt alles raus, jetzt haben die noch nicht mal den Arsch in der Hose oder den Anstand, sich zu entschuldigen. So, aber eins kann ich sagen, wir vergessen nicht und wir wollen Aufarbeitung. Ich meine, es ist doch viel Geld verdient worden, es sind doch viele Dinge passiert, aber das wollen wir doch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn keiner mehr darüber reden will. Jetzt kommt die Inflation, die Kriegssituation und keiner will richtig darüber reden. Es gibt aber auch ein paar Anwälte, die jetzt auch natürlich auch da mal nachgehen und einfach mal das Ganze aufarbeiten wollen. Und vor allen Dingen, wenn alles nicht so nötig war, wie rechtfertigen wir jetzt den Verlust der Bildung oder den Verlust oder diese mehr Missbrauch oder Gewalt gegenüber den Kindern? Oder was ist mit den ganzen Betrieben, die geschlossen haben? Oder den Menschen, denen die ganze Existenz weggenommen wurde? Oder die Familien, die gespalten wurden? Das sind doch alles Dinge, worüber wir mal reden müssen, um wirklich eine Aufarbeitung zu machen und auch wirklich sich mal, dass sich Politiker hinstellen und sich mal entschuldigen. Öffentliches Fernsehen, die alle dabei mitgewirkt haben. Irgendwelche Prominente, die damit noch Geld verdient haben. Hallo, es wird doch mal Zeit, die Hosen runterzulassen und so mal sagen, so nicht, und dann muss man auch Entschädigungen machen, weil es ist ja für alles Geld da, aber für die Menschen, die hier gelitten haben und vor allen Dingen die Fragen hatten, auch mich, ich habe ja auch so einen Schwachsinn abbekommen, ja, ich habe gleich einen größeren Rücken und mehr Reichweite, konnte mich dadurch besser vielleicht zur Wehr setzen, aber ich habe das schon zu spüren bekommen. Auch heute lese ich ja hier nach so diese Kommentare und ich denke mal, unabhängig davon, dass dieser Schwachsinn endlich aufhören muss, wenn wir nicht jetzt das aufarbeiten, was kommt denn als nächstes? Wie oft sollen wir uns denn solche Dinge gefallen lassen? Sind wir entmündigte Bürger? Und jetzt, wo viele Dinge zu Recht aufkommen, will man so tun, als wenn war nicht Fake News auf einmal Fakten? Schon interessant. Gerald, das spricht ja wahrscheinlich aus der Seele, oder? Ja, hat er ja vollkommen recht, der Carsten Stahl, was er sagt. Und den Carsten Stahl und mich und Millionen von Menschen in Deutschland und Österreich verbindet es, dass wir es offenbar im März 2020 und in den Monaten danach offenbar doch besser gewusst haben als alle anderen Politiker, Experten. Zigtausende Menschen, Millionen von Menschen, Expertinnen und Experten, Mediziner, Virologen haben sich am Beginn des Frühjahrs 2020 zu Wort gemeldet, spätestens nach dem ersten Lockdown, und haben gesagt, hoppla, da läuft etwas falsch. Das ist nicht Polit-Ebola. Das hat ungefähr eine ähnliche Auswirkung Corona, wie wenn man es in einem Diagramm zwischen Grippe und Masern darstellen würde. Und dann kam plötzlich, das ist eine Verharmlosung, das ist Sozialdarwinismus, wir wollen die Menschen umbringen.
Wir wurden als gewissenlose, asoziale Idioten dargestellt, die in Wahrheit nur aufgrund unseres eigenen Egoismus und unseres Freiheitsbedürfnisses nonchalance 70, 80-Jährige opfern. Plötzlich sind sie alle dahergekommen, sie wollten meine Großmutter umbringen, sie Sozialdarwinist, sie asoziales Geschöpf, nur wegen ihrer Freiheit. Wir müssen alle solidarisch sein. Genau. Und dann kam das, die große Überschrift Solidarität. Und dann begann es. Aus Solidarität gegenüber allen, dem abstrakten Gemeinschaftswesen, müssen wir Maske tragen. Heute, 2023, kommen wir drauf. Nämlich dieselben Experten, die es empfohlen haben. Na, die Maske war vielleicht doch nicht so sinnvoll. Vielleicht war es doch mehr psychologischer Effekt, um das Volk klein zu halten. Und vielleicht haben, wie Carsten Stahl richtigerweise sagt, die Maskenindustrie ein paar Milliarden verdient. Dann hat es geheißen, aus Solidarität müssen wir uns dem 2G- und 3G-Regime quasi beugen. Wir müssen jeden Tag uns in unsere Nasenhöhlen den Test hineinstecken, weil sonst sind wir keine anerkannten Menschen mehr. Und alle, die sich nicht testen lassen, sind Idioten, Querdenker, Schwurbler, sind unsolidarische Menschen. Daraus kam aus Solidarität, müssen wir, und im Übrigen, du hast richtig gezeigt, die Testindustrie hat Milliarden verdient. Und dann aus Solidarität müssen wir uns alle impfen lassen. Und dann kam eine Steigerungsstufe. Dann kam der Ruf von Medien und Politikern, alle, die sich nicht impfen lassen, haben keinen Anspruch mehr aufs freie Leben. Das müssen doch wir ertragen als Demokraten, dass diese Mitbürger von uns, unsere Freunde, unsere Eltern, alle, die nicht geimpft sind, keine Menschen mehr sind, sondern todbringende Viren schleudern. So weit hat es die Politik getrieben. Und da sage ich eines. Die Lockdowns waren sinnlos, die Maskenpflicht war sinnlos, die Impfung hat nicht das gehalten, was alle versprochen haben. Natürlich mit Einschränkungen und nuanciert. Dann logisch. Aber am Ende können wir jetzt nicht hergehen und nach exakt drei Jahren im März 2023 hergehen und sagen, war nix Schwamm drüber, wir haben es halt nicht besser gewusst. Der Carsten Stahl, ich, Wodrak, viele Experten, Virologen, Mediziner, sind ihrer Berufe enthoben worden und ihres akademischen Wissens und wurden als Covidioten, Querdenker und Schwurbler diffamiert. Na, da geht nicht Schwamm drüber. Aber jetzt haben da brauchen wir Konsequenzen. Jetzt haben ja sogar mehrere Gesundheitsminister in Österreich und auch in Deutschland gesagt, es ist nicht alles richtig gelaufen, wir haben Fehler gemacht. Und wenn man Fehler macht, muss man dafür auch die Konsequenzen tragen. Ich finde es ja schon mal gut, dass Sie sagen Fehler, aber Sie reden ja hier von Menschenrechten. Wir reden hier von, und ich bin Experte in der Mobbingprävention, also Ausgrenzung, Demütigung, Erniedrigung. Hier wurden Menschen, eine Gesellschaft in Österreich und in Deutschland und anders auch, sie wurden gezielt diskriminiert, ausgegrenzt, sie wurden beleidigt, es wurde Hass geschürt, es wurde Spaltung vorangetrieben, in Höchstmaße, sogar auf Ebene eines Bundespräsidenten, eines öffentlichen Fernsehens, die durch die Bürger, die übrigens auch Ungeimpfte waren oder Fragensteller, diskriminiert wurden. Vielen Dank, ihr Ungeimpften. Ja? Ihr seid schuld, die Pandemie der Ungeimpften. Ich würde sagen, auf vielerlei Hinsicht war das eine Pandemie der, ja, einer Politik der Hirnlosen, die mit Sicherheit ihre Interessen verfolgt hat, denn es gab ja Gewinner. Und jetzt, BioNTech hat Milliarden gemacht, jetzt verpissen sie sich. Jetzt verpissen sie sich und das ist so unerträglich. Und jetzt mal, welcher Vollidiot kauft ein Auto und dann kommt der Verkäufer, der sagt, du, wunderbar, das ist der Preis, aber sollten dir die Räder abfallen, sollte der Motor kaputt gehen, hast du keinerlei Garantie. Und solltest du damit verunglücken dadurch, sind wir raus, das bezahlen unter Umständen das Land oder die Bürger. Also welcher Mensch macht solche Verträge für eine Suppe, wenn man noch nicht mal weiß, ob sie wirkt? Und heute stellen wir ja fest, ups, und Herr Lauterbach, Sie haben die Menschen belogen. Sie haben gesagt, eine kostenlose, nebenwirkungsfreie Impfung. Sie haben sie belogen. Und Sie sind der Gesundheitsminister und haben damit Menschen ihr Vertrauen missbraucht, dass Sie das getan haben. Sie wollten viele ihre Freiheit haben. Viele hatten Angst und dafür habe ich vollkommen Verständnis. Man sieht ja heute noch Leute mit Masken. Sollen sie tragen? Aber was da gegängelt wurde, was da erpresst wurde, genötigt wurde, Menschen ihre Berufe nicht mehr ausüben durften, ja, eine Impfpflicht erhoben wurde, immer wieder diskutiert wurde und Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Aber das war doch, das wäre das größte Flaggschiff gewesen, was wir noch gehabt hätten. Und dann, was wäre dann gewesen? Dann hätten wir es einmal gehabt und dann hätten sie eine Dauerimpfung gemacht. Also so eine Einnahmequelle. Und nochmal, wenn sich jemand impfen lassen... Nein, aber wenn sich jemand impfen lassen möchte, dann soll er tun. Aber er soll die anderen nicht aufzwingen, was sie nicht möchten. Na ja, schau, Niki, Carsten Stahl, welches Problem haben wir?
Wir haben erstens ein psychologisches Problem, dass sehr viele Menschen aus dieser Hysterie nicht herausfinden, weil so viel Hysterie in Wahrheit hineingeimpft worden ist. Wir müssen wieder leben, ganz normal mit unseren Krankheiten umzugehen. Erst langsam beginnt sich die Wirtschaft zu holen. Dieser Tage haben wir mal die Kinos wieder das erste Mal gute Umsätze gemacht. Die meisten Leute gehen nicht mehr in Wirtshäuser, weil sie sich daran gewöhnt haben. Ja, aber die meisten Leute gehen nicht in Wirtshäuser, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass sie zu Hause bleiben. Das heißt, ja, das gesamte gesellschaftliche Leben wurde in Wahrheit gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Und die Ungeimpften sagen, passt, man braucht uns offenbar eh nicht mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Politik erkennt, dass sie Fehler gemacht hat und erklärt, sie hat es nicht besser gewusst, wie in Österreich Frau Edtstadler. Natürlich hat sie es besser gewusst, weil es hat ja den Virologen Sprenger gegeben. Es hat ja den Gesundheitsexperten Wodrak gegeben. Es hat in Deutschland den Virologen Streck gegeben, den man als Covidioten fast diffamiert hat seitens vom Drosten. Und der Drosten muss sich heute entschuldigen, der Horrorclown der Virologie. Also der, der als Sozialdarwinist, als Asozialer, als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkte Virologe, der hat Recht behalten. Und auf den alle gehört haben, das gesamte Establishment, die Eliten, der ist falsch gelegen. Wie im Übrigen bei der Schweinegrippe 2006 auch. Das hätte man es ja wissen können, weil der ist schon immer in seinem Leben falsch gelegen. Und jetzt, der dritte Punkt ist, was passiert, wenn man einen Fehler macht? Man zieht die Konsequenzen daraus. Was ist passiert? Es wurde das Volk verhetzt. Wer ohne Grund die Bürgerinnen und Bürger in Angst versetzt, betreibt den Tatbestand der Volksverhetzung. Steht in unserem StGB drin. Genauso ist es. Es wurde Amtsmissbrauch begangen, weil es wurde wider besseren Wissens gehandelt. Es wurde die Verfassung gebrochen. Der Verfassungsgerichtshof hat es in seinen Erkenntnissen bestätigt. Im Übrigen auch der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe. Und es wurden die Menschen belogen. Und zwar amtlich. Es wurde zensiert. Man hat sich mit Facebook getroffen, mit überall, mit Twitter. Die Twitter-Files, damit überall jene, die Kritik geübt haben, gelöscht werden und gesperrt werden. Die Regierung, die deutsche. Und jetzt frage ich mich, gibt es irgendwo ein Gerichtssaal in Deutschland oder in Österreich, das in Zukunft den Herrn Mückstein, den Herrn Anschober, den Herrn Kurz, den Herrn Nehammer, den Herrn Schallenberg, die neuen Landeshauptleute, den Chief Medical Officer in Österreich, dieses ganze Beratungsgremium in Deutschland, die Frau Merkel, den Herrn Spahn, den Herrn Drosten, den Herrn Söder, auch Södolf genannt im Übrigen im Volksmund, den Herrn Dr. Drosten und, Herrn Wieler. Und die alle vor Gericht stellt? Ich frage mich, gibt es jetzt einen Gerichtssaal und bekommen jene Menschen im Sinne der Prävention und im Sinne der Gerechtigkeit auch vor Gericht recht, dass sie in Wahrheit ohne Not wieder besseren Wissens ihrer Grundrechte beraubt worden sind? Weil was ist passiert? Der volkswirtschaftliche Schaden belauft sich auf Hunderte von Milliarden in Deutschland und in Österreich. Der Steuerzahler hat das alles becken müssen, nämlich wir. Die Pharmaindustrie hat gejubelt, die Maskenindustrie hat gejubelt und ihr Medien habt auch ein bisschen gejubelt, weil ihr habt ein bisschen Entschädigung gekriegt mit ein bisschen einer Presseförderung und ein paar Inseraten, wo es dann geheißen hat, geht alle impfen, werft euch in die Spritze. So, aber wer hat nicht gejubelt? Schülerinnen und Schüler, wo wir es jetzt merken, dass die andauernden Fleck schreien, weil sie die Generation Corona geworden sind, weil sie sich in die ein, zwei Jahre nicht mehr daran gewöhnt haben, im Schulsystem zu sein, denen wir in Wahrheit die Bildungschancen geraubt haben, den Unternehmern, den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern und vor allem jenen Bürgern, die sich nicht dem Impfregime unterworfen haben, die quasi als Barrier behandelt worden sind, die sollten auch Gerechtigkeit erfahren. Gerechtigkeit kann aber nur erfahren werden, wenn Herr Anschober und Co. in den Häfen gehen. Und dafür auch büßen. Weil es wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Und wenn wir diese Wahnsinnigen wieder an den Schalthebeln haben, ja, dann haben wir die Katastrophe in zwei, drei Jahren wieder. Die Hafenanwälte in Berlin haben Klage jetzt eingereicht. Und die gehen dagegen vor, das war jetzt auch schon einige Male in den Medien, und die gehen davor. Und es werden mit Sicherheit noch viele, viele folgen. Und wenn man Kinder als Ratten bezeichnet, die praktisch wie die Ratten in der Pest für Tode verantwortlich gemacht werden und das sogar im öffentlichen Fernsehen bei irgendwelchen Talkshows von irgendwelchen Talkmastern gesagt wird, dann sind Grenzen überschritten worden, was man dort gemacht hat. Wir haben es zugelassen, dass alte Menschen einsam sterben. Wir haben uns als Gesellschaft daran mit schuldig gemacht, weil wir nicht den Maul aufgemacht haben. Und da, ich habe mich immer gefragt, wie waren bestimmte Dinge in der Geschichte möglich? Mit so vielen Medien. Zum Glück hatten wir die sozialen Medien, dass man wenigstens noch ein bisschen eine andere Berichterstattung hatte. Dass da auch viele Dinge sehr viel Schwachsinn erzählt haben, ja. Aber grundsätzlich war ja jeder sofort kritisch betrachtet, der einfach nur, ich habe da mal eine Frage. Du willst nicht mitmachen? Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, du willst nicht mitmachen, bist ein Nazi. Du willst nicht mitmachen, bist nicht solidarisch, bist ein Nazi. Oder einfach nur, hallo, 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 ich habe doch das Recht. Und willst nicht mitmachen, wirst du gesellschaftlich geächtet, ausgegrenzt. Wer nicht mitmacht, darf nicht mehr am Leben teilnehmen. Ich finde das
Das sind Menschenrechte mit Füßen getreten worden. Die Würde des Menschen ist mit Füßen getreten worden. Und ich sehe es genauso wie er, dass er sagt, hier muss was passieren. Und ich bin froh, dass jetzt einige das aufarbeiten und dass es nicht einfach unter den Tisch gekehrt wird, weil wir haben jetzt die nächste Krise, wir ziehen jetzt mal weiter und verarschen euch weiter. Wir wurden hier massivst belogen, verarscht und für dumm verkauft. Und die Menschen müssen dafür die Konsequenzen tragen. Und wenn sie das hätten, dann würden sie wie andere Bundespräsidenten oder wie andere Politiker, die wegen kleinsten Dingen zurückgetreten sind, nicht auch tun, aber die machen weiter, weil sie damit durchkommen, weil wir sie damit durchkommen lassen. Aber nicht alle. Es gibt auch welche, die vergessen nicht. Ich würde noch gerne zu einem weiteren Thema kommen. In Österreich gab es vergangene Woche viel Aufregung um den Sager, du weißt das, Gerald, eines niederösterreichischen Landesrates, der gesagt hat, Wien ist nicht mehr Wien. In Berlin, du bist aus Neukölln, glaube ich, gibt es ja eine ähnliche Diskussion schon seit längerem. Inwiefern ist Berlin noch Berlin und inwiefern wird die Stadt oder werden generell Städte derzeit überfordert durch Migration und Zuwanderung? Also Berlin-Neukölln war ja schon immer da waren ja schon immer viel Migrationshintergrund, Integration. Ja, ich sage immer wieder, wenn man Menschen in unser Land holt und sie sich selbst überlässt und Integration nicht vorlebt, auch den Menschen Möglichkeiten an die Hand gibt und aber vor allen Dingen in dem Moment, wenn man die Leute ins Land holt, auch guckt, wo kommen die her, was haben die vielleicht für eine Vorgeschichte, dann holt man sich natürlich nicht nur Facharbeiter oder Menschen, die sich hier am gesellschaftlichen dem teilnehmen. Ich komme aus Berlin, Köln, habe viele türkische und arabische Freunde, die übrigens genauso sehen. Die sind hier aufgewachsen, teilweise geboren, die sehen das. Und wir sehen einfach seit 2015 einige Fälle, die man gerne als Einzelfälle abtun will und immer wieder. Ich habe genau diese Fälle in Betreuung, ob es der Fall von Etche war, ob es der Fall von Leonie war oder jetzt auch der Mord an den beiden Jugendlichen dort im Dings. Die Eltern haben sich bei mir gemeldet, bei mir, die nehmen mit mir Kontakt auf, weil sie einfach der Politik sowieso nicht mehr, der Polizei nur bedingt und den Medien, sorry, leider nach vielen Dingen auch nicht mehr trauen. Weil sie einfach wollen, dass Gerechtigkeit widerfährt. Und ich weiß, dass jetzt gerade oder jetzt seit die Beerdigung stattfindet für das Mädchen, was dort im Zug umgekommen ist. Und wenn ich mit dem Vater rede, der Gerechtigkeit will, dann hat er das Recht darauf. Und wenn er gehört werden will, dann wählt er dafür Sorgen, dass er auch gehört wird. Aber wenn ich dann sehe, wie eine Frau Faeser oder andere bei allen Dingen, die auf dem rechten Auge sind, alles sehen und aufschreien und instrumentalisieren und nutzen, was auch richtig ist, dass wir da aufschreiben. Aber auf dem linken und grünen Auge sind sie blind und halten sie die Fresse. Frau Faeser war nicht bei den Familien. Da wird auch keine Mahnwache gemacht. Da wird alles totgeschwiegen und Einzelfälle. Und dann, ob es Würzburg ist, Frankfurt ist, Ludwigshafen ist, Illerkirchberg ist oder jetzt auch dort bei Kiel. Es wird nicht drüber geredet. Ein Problem, über das nicht reden, haben wir nicht. Und wenn du den Mund aufmachst, dann bist du wieder mit der Nazi-Keule dabei, weil wir dürfen nicht darüber reden. Wie? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben? Wie viele Frauen müssen noch vergewaltigt werden? Wie viele Menschen? Und übrigens, um das mal klar darzustellen, es werden ja nicht nur christliche und deutsche Frauen vergewaltigt und missbraucht und getötet. Es trifft ja auch muslimische, asiatische, Menschen jeder Herkunft. Und jedes Menschenleben muss geschützt werden. Arschlöcher gibt es in jeder Kultur und Herkunft und mit jeder Hautfarbe. Und wir müssen die dann auch isolieren und auch wegsperren, und zwar lange. Und wenn sie nicht können, müssen sie abgeschoben werden. Und wenn wir das nicht können, Frau Faeser, dann haben sie die Menschen so irgendwo hinzupacken, damit sie keine Gefahr für die Gesellschaft sind. Weil jedes Kind, jede Frau, jeder Mensch, der dadurch weiter zu Schaden kommt, der Mann im Zug hat schon 4 Messerattacken gemacht und lief immer noch frei rum, hat 2 Menschen getötet, 3 schwer verletzt und 4 leicht verletzt. Und jetzt, was macht er jetzt? Macht er jetzt auf Macke? Kommt er jetzt wieder in so einem betäutet Wohnen und dann kommt er wieder raus und darf die Nächsten umbringen? Mir reicht's bis hier. Meine Kinder sind polnisch, meine Freundin ist Muslimin, ich habe mehr türkische und arabische Freunde als deutsche und bin ich mit eurer Nazi-Keule. Sonst steck ich sie in euren verlogenen, heuchlerischen, korrupten Arsch. Ihr habt die Menschen zu schützen. Die Menschen, und zwar jeglicher Kultur in unseren Ländern. Wir haben gute Menschen, die sich integriert haben, aber wir haben auch welche, die haben es gar nicht vor. Und die scheißen auf unsere Regeln. Machen die das in ihrem Land oder wir würden das in ihrem Land machen, würden die ganz andere Konsequenzen spüren. Ja, ich kann ja das nur in anderen Worten wiederholen, was Carsten Stahl ehrlich, laut, offen und gerade formuliert hat. Es gibt die ruhigere Formulierung dafür, die aber genau das trifft, was du gesagt hast. Und das ist die Formulierung von Viktor Frankl, dem großen österreichischen Psychiater Viktor Frankl, der einmal gesagt hat, es gibt nur 2 Rassen von Menschen, und zwar die Guten und die Bösen, und sonst keine Unterschiede. Und diese Unterschiede mache ich auch nicht. Es gibt nur Unterschiede zwischen guten und bösen Menschen.
Und wenn ich mir die Community, die wir seit den 70er und 80er Jahren haben in Österreich, der damaligen Völker Jugoslawiens, Kroatien, Serbien, anschaue, die sich seit 30, 40 Jahren hier bestens integriert haben, die Kinder bekommen haben, die bei uns Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer Kultur geworden sind. Wenn ich mir die deutschen Gastarbeiter anschaue, die zu uns gekommen sind, haben wir auch genügend, die sich sprachlich noch besser integrieren konnten, der gleiche Kulturkreis es auch ist. Wenn ich mir anschaue, die Tschechen, Slowaken, die in Wahrheit uns im Bereich der Arbeitskräfte in Wahrheit zur Hand gehen, dann kann man diese Debatte nicht führen anhand von äußerlichen Unterschieden oder von Herkunft, sondern kann man die Debatte nur führen zwischen Gut und Böse. Und da brauchst du die Trennlinie. Und wenn du, Carsten, aus Berlin kommst und am 31.12. in Berlin erlebt hast, dass sich die Bösen, die seit 2015 zweifelsohne in unsere Länder gesickert sind, und darunter waren sehr viele Böse, die Berliner Straßen in Neukölln zu einer Dorfstraße von Bagdad entwickeln. Und wenn ich mir anschaue, dass am Praterstern ungeniert gedealt wird, in der U-Bahn Messerstechereien fallen und der Begriff Wiener Blut eine besondere Dramatik bekommt, weil an jedem Hauseck des Wiener Blut klebt, wegen der Messerstecherei eine gepflegte stattfindet, wo Menschen, die es mit uns, unserer Zivilisation, unserer Kultur, unserer Heimat, unserer Identität, unserer Demokratie und unserem Frieden nicht gut meinen, dann muss ich sagen, Ausschluss bis daher und nicht weiter. Und dann haben wir den Fall in Illerkirchberg, über den wir hier auf OE24 diskutiert werden. Ulm, Kiel, das Attentat im Zug, das vor zwei Wochen zu verantworten war. Dann haben wir die Terrornacht, die Silvesternacht von Berlin, wo du geglaubt hast, dass ein Sprengkörper in Kabul in die Luft geschossen wird. Und dann haben wir in Linz die gleichen Ausschreitungen gehabt. Und in Wien die gleichen Probleme. Dann hast du im Nachhall immer Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. Dann sage ich, es reicht. Und dann sage ich, und das hat nichts mit Rassismus zu tun, die Bösen will ich in unserer Gesellschaft nicht. Ich will sie in Haft nehmen, ich will sie abschieben, ich will sie nicht bei uns haben, sie sollen die Haft in ihren Heimatländern, in ihren ursprünglichen verbringen. Denn wer unser Gastrecht ausnutzt und sich nicht integriert, hat bei uns nichts verloren. Und das sind wir im Übrigen jenen schuldig, jenen hunderttausenden Menschen, die seit den 60er und 70er Jahren durch verschiedenste Umstände, der Aufstand im ehemaligen Ostblock damals, in den Ostblockstaaten gegen den Kommunismus, durch das Zusammenbrechen Jugoslawiens etc. zu uns gekommen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Und das sind im Übrigen die lautesten, die fast so laut wie du, Carsten, aufschreien und sagen, ich bin vor 30 Jahren gekommen und habe mich anständig benehmen müssen. Ich habe Steuern zahlt, ich habe Kinder bekommen. Ich habe die Sprache gelernt, trotz großer Unterschiede in der Sprache. Ich habe die Kultur akzeptiert, ich habe mich assimiliert. Und heute kommen sie alle einer und kriegen die Täter den Arsch vergeudert. Und das geht einfach nicht. Und da muss man, und du hast es in einem Satz richtig gesagt, das ist dann immer sofort die Nazi-Keule. Das ist bei uns in Österreich auch, die kommt sofort. Wir müssten uns einmal von diesen ideologischen Grabenkämpfen entfernen und erkennen, dass ein gesunder Blick auf Gut und Böse nichts mit rechts oder links zu tun hat, sondern etwas mit Gut und Böse. Und man kann sich entscheiden, entweder vertritt man die Bösen in der Gesellschaft oder die Guten. Und ich will die Guten. Genau. Und ich verlange, dass die Gesellschaft ja führen und für sie verantwortlich sind, die Gesellschaft schützen vor dem Bösen. Du sagtest das ja, Berliner König, komm daher. Also ich war auch sehr kurz danach mit einem Influencer, der auch bekannt ist in Berlin und deutschlandweit. Und der dort genauso wie ich auch herkommt. Aber er kommt genau aus dieser Ecke, wo das war. Mit dem war ich dort. Um einfach mal diese Hood, also die Nachbarschaft sich da anzugucken. Und da bin ich rumgelaufen. Wir haben das ja auch mit begleitet, war da drin. Und wie die Menschen, die da leben, viele mit Migrationshintergrund, darüber reden, wie sie sich dafür auch schämen, was da passiert ist. Aber da sind viele auch hingekommen, ja, aus anderen Ecken. War wie so ein Tourismus bald schon. Und haben da diese Dinge getan. Und entscheidend ist immer, dass man, wie man damit umgeht. Und dass es dann verharmlost wird oder relativiert wird, weil es ja politisch dem linken und grünen Auge nicht nutzt. Wir gehen mittlerweile so weit in Berlin, und Berlin ist wirklich eine, dass wir schon Wahlen, bei Wahlen mit nicht alle Glauber läuft, das haben wir ja auch mit aufgeklärt, mit Marcel Lute, das ist schon nicht schlimm genug. Aber wenn man das halt sieht, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, an der FU Berlin, gibt es welche, die gesagt haben,
Man soll einen Sextäter nicht mehr anzeigen, weil sonst ist es Rassismus. Ja? Man sollte doch, wenn man sexuell übergriffig wird oder versuchte Vergewaltigung ist, soll man nicht mehr die Polizei rufen, sondern man sollte den internen Sicherheitsdienst rufen. Weil die Polizei, die man gleich unter Generalverdacht stellt, könnte ja vielleicht den Täter zum Opfer machen, weil er rassistisch beleidigt ist. Man macht sofort eine Opfer-Täter-Umkehr, macht einen Generalverdacht gegen die Polizei. Und ich finde es einfach untragbar, wo wir uns hingewegt haben. Und jeder, der eine Frage hat oder jemand, der sich hinstellt und sagt, ich will meine Kinder schützen, oder so Gerechtigkeit fordert, ja, der wird sofort versucht man immer, gibt es irgendeinen rechten Hintergrund bei den Eltern, bei den Familien, versucht man extra zu gucken, damit sie sich das Maul halten. Oder sagt, gehen Sie damit nicht in die Öffentlichkeit und. Es ist nicht mehr tragbar und es ist auch dort Zeit, endlich zu handeln, die Guten von den Bösen auch zu trennen. Und wenn man laut Faeser die nicht abschieben kann, dann muss man sie halt hier kontrollieren, damit sie nicht weitere Opfer machen. Weil wie viele Menschen sollen noch sterben? Und deswegen sage ich, und das sehe ich nicht ich so, da könnte ich Ihnen jetzt, wenn ich euch jetzt Hunderte, Tausende von Menschen mit Migrationshintergrund haben, die seit Jahren in Deutschland leben, die es genauso sagen. Und jetzt kommt nämlich die Krux dabei, dass mir welche von denen sagen, sie würden bestimmte Parteien wählen wollen, die sie sonst nicht wählen wollen würden, weil es keine Alternative mehr gibt. Für mich, nur mal nebenbei, sind alle unwählbar. Die haben sich alle mit schuldig gemacht, die haben alle ihre eigenen Interessen. Und für mich müsste vielleicht mal was ganz Neues passieren, dass sich viel, viel verändert. Bei euch, in Österreich wahrscheinlich genauso. Aber deswegen muss es auch Menschen geben, die den Mund aufmachen und sehr bürgernah sind. Ich mache das. Ich habe keine politischen Interessen. Ich will eine Sicherheit für meine Kinder, für andere Kinder und für die Menschen, die in unserer Gesellschaft sind und funktionieren und die sich an Regeln halten. Hält sich jemand nicht an Regeln, muss er bestraft werden und muss die Konsequenzen tragen. Und das gilt für alle. Auch für unsere Politik, die dafür die Verantwortung trägt. Meine Herren, vielen Dank für die Diskussion. Wir sind am Ende angelangt. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.